Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Warum zieht er sich zurück? Diese Frage wird oft gestellt bei den Beratungen. Und viele Frauen möchten eine Antwort auf diese Frage. Ich kann das natürlich auch über Kartenbild beantworten, aber gibt auch astrologisch auch eine Antwort. Es gibt nämlich ein Energiefeld, das kann man berechnen, das ändert sich aber Tag zu Tag. Und wie ist dieses Energiefeld, was diese Frage beantwortet? Natürlich nicht jeder einzelne Mann ist ausgeliefert auf diese Energie oder offen dafür, da sich einzulassen. Aber dieses Energiefeld ist wirksam und das ist spürbar bei vielen Beziehungen. Im heutigen Tag, und das ist das 17. September, 2017 befindet sich diese Energiefeld in Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich gibt auch Einflüsse von Sternen, auch von Planeten, von Sonne und Mond. Und das ist diese ständige Veränderung. Wie ist die augenblickliche Situation, weil das, diese Energie kann die Beziehung entweder verbessern, aber kann auch einer Beziehung auch schaden. Und oft ist es wichtig auch erkennen, die Augenblicke im Leben, in welchem kosmische Energie beeinflusst die Beziehungen, was dazu führen kann, dass ein Mann zurückzieht. Ein Lächeln von einer anderen Frau. Es ist nicht das Fremdgehen, es ist auch nicht ein Betrug, aber eine neue Chance oder eine Begeisterung verspüren viele Männer im Augenblick. Und jetzt eifersüchtig zu sein oder Frage stellen und da anfangen zum Bohren oder sogar der Mann noch kontrollieren auch, das ist nicht die richtige Lösung. Die richtige Lösung ist Farbe, ein bisschen Leichtigkeit in Beziehung reinzubringen. Weil das ist wichtig, vielleicht ist da auch eine Lernaufgabe. Immerhin hat ein Saturn Einfluss auf dem Geschehen, die Beziehung befestigen. Diese, sage ich mal, in Anziehungszeichen Gefahr auch wahrzunehmen. Es taut sich bei vielen jetzt gerade eine neue Frau auf. Und das ist nicht die Fremdgehen, sondern eine neue Begegnung. Und das sollen wir die Frauen, wo ihren Herzensmann haben oder eine Beziehung leben, vielleicht mal auch auf diese Energiefeld auch mal bewusst wahrnehmen. Es kann sein, natürlich ist nicht jeder Mann offen für eine neue Bindung und ein Lächeln von einer anderen Frau beeindruckt auch nicht jeder einzelne Mann. Aber die Gefahr ist da. Und eine Verbesserung ist, wenn man in Beziehung arbeitet und da ein bisschen spielerische Leichtigkeit reinbringt, ein bisschen Farbe, weil damit können wir gerade die Beziehung befestigen. Und dann kommt auch keine Rivalin. Ich werde immer wieder mal diese Energiefelder beschreiben. Natürlich nicht jeden Tag, aber ihr könnt mal schauen, welche Themen ich anspreche. Und wenn jemand wissen möchte, wie ist das im Augenblick, weil eben ein Mann zurückzieht und man möchte wissen, der Grund dafür, das kann ich im Kartenbild erkennen und dazu kann ich diese Gefahren, diese Energiefelder auch beschreiben. Wenn jemand Interesse hat
Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Rendera Susanna Medici.